Ich spiele eigentlich, seit ich denken kann, gerne Theater. Ging sehr früh los in der Theatergruppe meines Vaters. Und das habe ich dann damals übernommen. Und seitdem war ich infiziert. Und das hat sich bis heute gehalten. Und abgesehen davon liebe ich Herausforderungen. In dem Fall war es die Gitarre, das Gitarrenspiel, was ich erlernen musste. Und ja, das hält einen jung, würde ich jetzt mal behaupten. Welchen deutschen Schlager singst du unter der Dusche am Morgen? Tatsächlich singe ich gar keinen Schlager, weder unter der Dusche noch sonst irgendwann in meinem Leben. Bislang. Wer weiß, das stimmt nicht ganz, weil mit Björn Mayer mache ich ab und an tatsächlich eigene Schlager. Wir singen Instant-Schlager, indem wir einfach drauf lossingen. Das ist immer ein großer Spaß für Jung und Alt. Hallo Thomas, meine erste Frage. Du spielst ganz viele Instrumente in dem Stück und das machst du auch fantastisch. Die Frage ist, war es eine bewusste Entscheidung, auf das Hydraulophon zu verzichten, dramaturgisch oder emotional, oder hat es andere Gründe? Frage 1, Band. Das Hydraulophon, soweit ich mich erinnern kann, war es tatsächlich eigentlich der Ursprungsgedanke der Regisseurin Anna-Sophie Mahler, den ganzen Abend über ein Hydraulophon zu erzählen. Gott sei Dank hat sie sich dagegen entschieden und wir machen das alle gemeinsam, so wie man das kennt, als Schauspieler auf der Bühne. Thomas, was ist dein Lieblingsmoment in diesem Stück? Wo ist der? Beendet. Ich mag am liebsten vielleicht nicht einen Moment, sondern die Momente, in denen wir gut zusammen musizieren. Und mit musizieren meine ich jetzt nicht nur das wirkliche Musizieren, was wir natürlich machen mit der Band und dem Gesang und den ganzen Instrumenten, sondern ich meine mit musizieren auch das Musizieren zwischen den Zeilen, ja, dass man merkt, alle sind ziehen an einem Strang. Wenn da nicht alle irgendwie bei der Sache sind, dann kann das ganz schnell auch auseinanderfallen. Und deswegen sind das die Lieblingsmomente, wo ich merke, ja, wir wissen alle genau, was wir da jetzt gerade erzählen und warum.